Ja, moin moin liebe Leute, hier ist Dietmar von tariftipp.de. Ich grüße euch ganz herzlich zum Test des Samsung Galaxy A90 5G. Ja, wenn ihr so wollt, das Flaggschiff der A-Reihe von Samsung. Es gibt ja auch ein A80, das ist übrigens ähnlich ausgestattet. Das A90 hat hier ja die schnellere CPU, den größeren Akku, aber ansonsten das gleiche Display zum Beispiel und auch eine ähnliche Kamera, ähnliches Gehäuse. Also es sind schon sehr ähnliche Smartphones, allerdings kostet das A90 hier dann doch nochmal ein paar Euro mehr. 749 € beträgt die unverbindliche Preisempfehlung. Das liegt natürlich zum einen an dem besseren Prozessor, zum anderen aber eben auch an dieser 5G-Fähigkeit. Und diese Besonderheit führt auch dazu, dass man dieses Smartphone hier in zwei Varianten kaufen kann, nämlich einmal in der Vodafone-Edition, wenn ihr so wollt, und einmal in der Telekom-Ausstattung. Also in der Telekom-Variante. Bei der Telekom gibt es das hier in Schwarz und in Weiß. Bei Vodafone nur in diesem Schwarz. Und ja, was dieses Smartphone so drauf hat, welche Vor- und Nachteile das Samsung Galaxy A90 5G mit sich bringt, das werde ich euch in diesem Test hier näher bringen. Es gibt jede Menge Beispielfotos und die Ausstattung, Bedienung, Pipapo, alles dabei. Also bleibt dran, ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Test und schon geht es los. Ja, wir starten mit dem Unboxing und schauen mal, was wir im Lieferumfang des Galaxy A90 so finden. Wir haben hier die Telekom-Variante in diesem schönen Schwarz bekommen zum Test. Und ja, im Lieferumfang befindet sich einmal diese Pappschachtel. Da ist leider keine Handyhülle drin. Ein SIM-Tool ist da angeklemmt auf der Rückseite, aber leider keine Silikonhülle, sondern nur Papierkram. Also wie immer, Kurzanleitung, Bedienungshinweise und eine Garantiekarte braucht man eigentlich nicht. Dann haben wir hier diesen Stromadapter, der hat 25 Watt, ist also schnellladefähig. 25 Watt ist gar nicht mal so wenig, trotzdem ist er relativ kompakt. Und außerdem finden wir dann hier noch schön eingenudelt so ein USB-Daten- und Ladekabel vom Typ C und auch einen Kopfhörer. Und das ist zwar kein AKG-Kopfhörer, sondern hier steht Samsung drauf, also wohl offensichtlich von Samsung selbst hergestellt. Der klingt aber überraschend gut, muss ich sagen, ein In-Ear, den man so ins Ohr stopft. Und ja, da gibt es wirklich nichts zu meckern, also nicht ganz so gut wie die AKGs natürlich, aber trotzdem wirklich eine gute Soundqualität. Hat einen USB-C-Anschluss, denn das Smartphone selbst hat ja keinen Mini-Klinken, also keinen analogen Anschluss mehr, also über USB-C wird dieser Kopfhörer hier angestöpselt und ja, hier ist nichts drin. Das war der Lieferumfang des Samsung Galaxy A90 5G. Ja, wir kommen zur Verarbeitung und zur Wertigkeit. Eins der Highlights dieses Smartphones finde ich hier wunderschönes Glasdesign auf der Rückseite mit so ja vier Kacheln. Das zeige ich später nochmal ein bisschen genauer. Im Alurahmen. Und das Smartphone ist natürlich aufgrund seines 6,7 Zoll Displays relativ groß. 165 mm misst es in der Höhe, Breite 76, das geht noch. Und die Bautiefe 8,9 mm, das geht auch. Es wiegt aber 206 Gramm, das ist ganz schön schwer. Leider ist das Gehäuse nicht gegen Wasser und Staub geschützt. Das finde ich ein bisschen schade, auch bei diesem Preis vor allem, aber ist halt so. Aber trotzdem, die Verarbeitung und die Wertigkeit ist wirklich sehr gut gemacht. Ja, das Display des A90 hat eine Bildschirmdiagonale von 6,7 Zoll, ist ein AMOLED-Panel mit einer Auflösung von 2400x1080 Pixeln, relativ schmale Bildschirmränder. Die Selfie ist hier in so einer Aussparung untergebracht. Ist im Übrigen das gleiche Display wie beim A80. Und ja, weil es eben ein OLED, also ein AMOLED-Panel ist, ist die Blickwinkelstabilität auch hervorragend. Hier kann man so ein bisschen neigen, bleibt trotzdem schön hell und gut ablesbar. Pixeldichte 393 ppi, also knapp 400, das ist schön scharf. Auch die Bildschirmhelligkeit hier mit 750 Candela maximal. Richtig gut, also wirklich ein hervorragendes, riesiges, planes Display ohne Edges. Also gefällt mir echt super. Ja, dann schauen wir uns auch wie immer die Bedienelemente an. Hier Lautstärke, Wippe und An- und Ausschalter auf der rechten Seite aus Metall. Richtig wertig, richtig schön. Dann haben wir hier den Mono-Lautsprecher. Der interne Lautsprecher ist leider Mono ausgelegt. Hier oben aus der Hörmuschel kommt nichts raus, also nichts Stereo, sondern nur Mono. Klingt trotzdem klar und deutlich. Also ist okay, aber kein Stereo. Schade. Ja, hier ist das Mikro und der USB-C-Anschluss. Und auf der linken Seite ist dann gar nichts.
und oben haben wir dann hier nur ein den SIM-Schacht und ein Mikrofon. Es gibt keinen Infrarotsensor und auf der Rückseite dann nur die Kameraeinheit mit Blitz, denn der Fingerabdrucksensor ist hier ins Display gewandert. Ich mag das nicht so gerne, um ehrlich zu sein, aber das ist natürlich Geschmackssache. Viele finden das sehr fancy. Er funktioniert schnell und zuverlässig. Ich habe ihn trotzdem lieber auf der Rückseite. Aber gut, wie gesagt, der eine so, der andere so. Ja, es gibt hier ein Always-On-Display, sehr, sehr schön gemacht. Man sieht hier ständig Uhrzeit, Tag und den Akkuladezustand und natürlich auch, wenn ihr Nachrichten bekommen habt, dann gibt es hier auch so einen kleinen Hinweis. Das ist doch sehr angenehm. Und ja, dann schauen wir mal in die Softwareausstattung beim Samsung Galaxy A90 5G. Wir finden hier derzeit noch Android in der Version Pi, also Android 9. Es wird aber auf jeden Fall ein Update geben auf Android Q, also Android 10. Das dürfte auch nicht mehr allzu lange dauern. Samsung legt über Android 9 hier die One UI in der Version 1.5. Das ist die aktuellste Version dieser eigenen Oberfläche von Samsung. Und die wirkt mittlerweile, finde ich, sehr aufgeräumt. Also da finde ich mich spontan gut zurecht und alle anderen Android-Umsteiger werden hier auch keine Probleme haben. Ich zeige hier nochmal die Schnittstellen, derer es ziemlich viele gibt hier. Drei Bildschirme. Und ja, wenn man von unten nach oben wischt, kommen alle Apps. Und wenn man von rechts nach links wischt, kommt hier Bixby. Na, das ging ein bisschen schnell hier, die Bixby-Oberfläche. Also nicht der Android Newsfeed, der Google Newsfeed, sondern Bixby. Kann ich nicht so richtig viel mit anfangen, aber gut. Ist vielleicht auch ein bisschen Gewöhnungssache. Auf jeden Fall insgesamt die Bedienung hier beim Samsung Galaxy A90 5G. Völlig okay und kommt man gut mit klar. So, dann schauen wir uns mal die Ausstattung und die Performance an. Ich starte mal AnTuTu und was sehen wir da? Ein Bombenwert, nämlich 400 und, na, wo ist er denn? 52.337 Punkte, also echt super schnell. Eins der schnellsten Smartphones zusammen mit dem OnePlus 7T Pro, was ich je getestet habe. Und das merkt man auch so im praktischen Gebrauch. Es flutscht alles nur so. Ich starte mal hier Traffic Rider. Es gibt quasi praktisch keine Wartezeiten und nichts ruckelt. Das ist wirklich sehr angenehm. Auch die sonstige technische Ausstattung ist toll. Wir haben hier Bluetooth 5, es gibt ein NFC-Chip, sogar ein FM-Radio und natürlich schnelles WLAN in der AC-Variante. LTE könnt ihr nutzen hier mit maximal 2000 Mbit pro Sekunde. Zu 5G komme ich dann gleich nochmal. Und ja, der Arbeitsspeicher liegt hier bei 6 GB. RAM, die CPU, der Snapdragon 855, ist eine Octa-Core-CPU, die mit 2,84 GHz getaktet wird. Und ja, hier meine üblichen Checks, also Google Maps, keine Wartezeiten, auch beim Scrollen durch Webseiten. Nix Warting, alles super fix und schnell und toll. Ja, wie immer kurzer Blick auf die Rückseite. Hier seht ihr nochmal diese vier Kacheln auf dieser Glasrückseite, sehr schick gemacht. Aber die schwarze Variante ist dann doch leider sehr anfällig für Fingerabdrücke. Ja, der Akku hier fest verbaut, der hat eine Kapazität von fetten 4500 mAh, ordentlich Saft, Laufzeit 800 Minuten etwa, also richtig lang. Der Akku ist leider nicht induktiv ladbar, aber dafür wenigstens schnell ladbar und ja, wie vorhin schon angedeutet, haben wir hier einen Schnelllade-Stromadapter mit 25 Watt, also das ist doch mal sehr angenehm. Ja, der interne Speicher liegt bei 128 GB und kann auch noch erweitert werden, anders als beim A80, da gab es keinen MicroSD-Slot, hier beim A90 gibt es einen Hybrid-Slot. Ihr könnt also eine MicroSD-Karte und eine Nano-SIM einlegen oder alternativ zwei Nano-SIMs und das A90 dann im Dual-SIM-Betrieb einsetzen. Also insofern in Sachen Speicher alles Roger hier beim Samsung Galaxy A90 5G. Ja, auf die Schnelle auch nochmal ein kurzer Hinweis zum Thema 5G. Ich konnte das jetzt hier nicht testen, weil bei uns in der Region 5G einfach noch nicht zur Verfügung steht. Aber auf jeden Fall wird es ja kommen demnächst und insofern ist das Samsung Galaxy A90 5G, auch wenn es jetzt kein günstiges Smartphone ist, aber immerhin eine der Möglichkeiten, zumindest in der A-Klasse, das einzige Smartphone, das eben dieses 5G-Modem bietet und es wird sicherlich auch noch ein bisschen im Preis fallen. Es gibt von Samsung ja noch andere Geräte mit 5G. Ich glaube, das Note 10 gibt es in der 5G-Variante. Das ist dann aber auch noch deutlich teurer. Insofern, ja, die Möglichkeit hier in der A-Klasse mit 5G zu surfen.
Ja, hier die Hauptkamera des A90 mit drei Objektiven. Die obere ist allerdings die TOF-Linse. Das heißt, es gibt hier nur zwei Brennweiten, normale Brennweite und einen Weitwinkel. 12,2 Megapixel beträgt die Auflösung der Hauptkamera. Hier die Selfie-Cam. Die löst sogar mit 32 Megapixeln auf. Ganz schön fett. Und ja, Beispiel Fotos und ein Beispiel Video folgen dann wie immer. Zu einem späteren Zeitpunkt, hier habe ich mal den Mickey Mouse Hintergrund, der ist übrigens tatsächlich vorinstalliert, spaßeshalber eingestellt. Wir wollen mal uns die Foto- und Video-App anschauen und gehen einmal hier durch die unterschiedlichen Modi. Es gibt einen Essensmodus, da kommt später auch ein Beispiel, braucht man nicht, um ehrlich zu sein. Es gibt auch einen Nachtmodus, der funktioniert so lala, einen Panorama-Modus und einen Profi-Modus und auch diesen ja, wunderbaren Live-Focus-Modus von Samsung, der heißt bei anderen Smartphones Bokeh oder Portrait-Modus. Damit könnt ihr halt so schöne Bilder machen von Personen mit unscharfem Hintergrund oder auch von Objekten, wie hier zu sehen. Das funktioniert auch wirklich super, muss ich sagen. Es gibt ja auch, wie gesagt, hier eine extra TOF-Linse, die dafür dann zuständig ist. Und ja, außerdem haben wir dann hier den normalen Automatik-Modus. Da haben wir dann oben, wie üblich, die diversen Schnellschalter. Und ganz links kommt man dann in die Einstellung und da schauen wir uns mal an, ja, den Szenenoptimierer. Es gibt hier so eine AI-Lösung, die quasi automatisch die Szene erkennt und dann die Belichtung einstellt. Hier die Videoauflösung der Hauptkamera. Maximal sind hier 4K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde möglich. 4K mit 60 gibt es leider nicht. Und es gibt auch ein EIS, ein OIS gibt es nicht, keinen optischen Bildstabilisator, aber es gibt einen elektronischen Bildstabilisator, der funktioniert allerdings leider erst ab Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde. Ich habe hier mal Full HD mit 60 eingestellt, da seht ihr immer noch ausgegraut diese Option. Und wenn ich jetzt runtergehe auf 4K mit 30 Bildern pro Sekunde, dann steht dieser EIS hier zur Verfügung, da seht ihr es. Da ist er jetzt auch angestellt automatisch. Also das finde ich ein bisschen schade, dass er erst bei so geringeren Auflösungen zum Einsatz kommt. Hier seht ihr den Umschalter der Brennweiten. Wie gesagt, es gibt eine Normal- und eine Weitwinkelkamera. Die Weitwinkelkamera löst auf, ich glaube mit 16 Megapixel, bin ich nicht ganz sicher. Aber die Hauptkamera beherrscht das Pixel-Binning, hat einen 48 Megapixel-Sensor. Und da werden dann vier Lichtpunkte zusammengefasst, sodass dann am Ende tatsächlich 12 Megapixel dabei rauskommen. Das kommt natürlich der Lichtstärke zugute. Und ja, hier ist der Umschalter super stabil ein. Wie gesagt, wenn ihr da drauf drückt, dann wird automatisch in Full HD... Das ist der Action-Cam-Modus, genau, Verzeihung. Und das ist eine Besonderheit bei diesem Smartphone, dieser Action-Cam-Modus. Da könnt ihr ja ziemlich verwacklungsfreie Videos drehen, dann allerdings nur mit der Ultraweitwinkelkamera. Und ja, ich habe das hier mal ein bisschen simuliert. Okay, ist jetzt kein so tolles Beispiel, aber es funktioniert wirklich ganz gut. Also wenn ihr draußen unterwegs seid, müsst ihr das mal ausprobieren. Also eine ganz schicke Option, kennt man vielleicht so ein bisschen von Motorola, Moto Action beispielsweise. Ja, Live-Focus-Video gibt es auch. Also ihr könnt auch Videos drehen mit unscharfem Hintergrund. Und dann gibt es hier eine super Slow-Mo und eine normale Zeitlupen- und eine Zeitraffer-Funktion. Also alles an Bord hier beim Samsung Galaxy A90 5G. Und jetzt schalte ich mal um. Da muss ich mal die Lampe hier ein bisschen wegräumen, sonst sieht man nichts. So, jetzt ist es besser zu erkennen. Also die Selfie-Linse hier hat auch die Möglichkeit, im Bokeh-Modus Fotos zu machen. Und ja, das sieht doch alles ganz gut aus. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie die Fotoqualität hier beim A90 so ist. Auf geht's. Ja, wie immer zuerst mal ein Kaninchen im Stall bei mittleren Lichtverhältnissen. Ganz schön eigentlich, das Fell hier durchzeichnet. Kaninchen wirkt gerade ein bisschen gelangweilt, aber davon mal abgesehen, eine ganz schöne Aufnahme, auch hier von vorne. Das sieht doch lustig aus, oder? Also die Kameraqualität reicht nicht ganz ran an die High-End-Smartphones, zum Beispiel an das S10 oder das Note 10, aber sie ist auch nicht schlecht. Ich finde vor allem die Farben hier schön, natürlich nicht ganz so poppig wie manchmal bei Samsung üblich, sondern ja, eher zurückhaltend, das gefällt mir relativ gut. Und auch die Schärfe geht hier in Ordnung, allerdings bei weniger Licht kann es halt nicht ganz mithalten. Die Lichtstärke liegt hier, also die Blende liegt hier auch bei f2.0. Es gibt einen Nachtmodus. Dieses Foto hier habe ich im Normalmodus aufgenommen. Hier war es wirklich sehr, sehr dunkel im Schuppen. Also das geht auch schon im Normalmodus ganz gut. Und das hier ist der Nachtmodus. Ja, da kann ich jetzt nicht so einen richtigen Vorteil erkennen, außer dass es ein bisschen bunter geworden ist. Aber gut. Ja, hier zwei Brennweiten. Das hier ist mit der Ultraweitwinkellinse aufgenommen. Und hier dann das gleiche nochmal, gleiche Position mit der Normalkamera.
schön scharf, schöne Farben. Also das finde ich wirklich klasse hier nochmal. Ich glaube, die Ultraweitwinkel-Linse hat 120 Grad, also da kriegt man richtig viel drauf. Hier das gleich nochmal mit der normalen Kamera aufgenommen. Und jetzt folgt nochmal ein Beispiel von diesem Essensmodus. Das hier ist im Automatikmodus aufgenommen, also normal. Und jetzt folgt der Essenmodus. Und ja, es wird ein bisschen unscharf am Rand. Also was das soll. Ich weiß, diese ganzen Modi hier finde ich manchmal ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein. Aber gut. Hier nochmal eine Aufnahme im Innenraum bei wenig Licht, relativ dicht dran. Auch sehr gelungen, sehr scharf. Und ja, hier zwei Selfie-Fotos, nee, drei. Das hier ist ohne Bokeh-Funktion aufgenommen und hier mit Bokeh-Funktion. Man kann auch unterschiedliche Bokeh-Modi einstellen. Das ist hier so ein verwaschener Hintergrund, also es klappt richtig gut. Und hier das gleiche nochmal im Innenraum mit einem normalen Bokeh. Also das, die Selfie-Cam hier mit ihrer 32-Megapixel-Auflösung macht wirklich, finde ich, einen richtig guten Job. Und jetzt wollen wir mal uns ein Beispiel Video ansehen. Ja, kleiner Videotest mit der Hauptkamera des Samsung Galaxy A90. Ich habe jetzt mal die Bildstabilisierung eingeschaltet. Super Stabilization nennt sich das hier beim A90. Und dann schaltet die Kamera automatisch um auf Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde, weil erst ab dieser Auflösung dieser elektronische Bildstabilisator funktioniert. Finde ich ein bisschen komisch, weil eigentlich hat ja dieses Smartphone hier einen sehr potenten Prozessor, da hätte ich eigentlich gedacht, dass es auch zum Beispiel bei 4K geht, geht es aber leider nicht. Die maximale Videoauflösung ist hier tatsächlich 4K mit 30 Bildern pro Sekunde und ja, wie immer nutze ich die internen Mikros, das soll schon gewesen sein. Und jetzt geht es weiter mit dem Fazit. Jo, damit kommen wir zum Fazit zum Samsung Galaxy A90. Ich habe hier mal wieder die Pro- und Kontrapunkte nebeneinander aufgeführt. Fangen wir mal mit den Kontrapunkten an. Dieses Smartphone, obwohl es ja eine tolle Kamera hat eigentlich, hat leider kein Teleobjektiv. Das finde ich ein bisschen schade. Außerdem ist es auch nicht wasser- und staubgeschützt. Zumindest hat es keine offizielle IP-Zertifizierung. Es hat auch keine Stereo-Speaker. Der ist halt nur Mono hier, der interne Lautsprecher. Und man kann auch keine Videos in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde drehen. 4K mit 30 Bildern geht, aber eben dieser High-End-Modus 4K mit 60 Bildern pro Sekunde, den gibt's hier leider nicht. Schade. Ja, davon mal abgesehen, aber eigentlich nur positive Dinge hier zu vermelden. Allen voran natürlich dieses wunderbare Display. Das ist wirklich ja Samsung-typisch eine Klasse für sich, kann man schon sagen. In diesem Falle auch echt riesengroß, 6,7 Zoll, da kann man richtig was ablesen. Und darüber hinaus haben wir hier eine lange Akkulaufzeit, einen sehr potenten Akku mit 4.500 mAh und einem 25 Watt Schnellladenetzteil, das ist dabei. Und ja, wie gesagt, die Kamera hat mir auch sehr gut gefallen. Was ein bisschen schade ist, ist, dass ich jetzt in diesem Test hier diese 5G-Fähigkeit nicht testen konnte. Mal sehen, vielleicht hole ich das nochmal irgendwann nach, aber trotzdem insgesamt wirklich ein beeindruckendes Handy hier, das Galaxy A90 von Samsung. Und ja, das soll es ja mal gewesen sein mit diesem Test. Ich hoffe, ihr habt ordentlich was erfahren zu diesem A90 und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal oder macht beides oder macht auch sonst irgendwas. Auf jeden Fall wünsche ich euch frohe Weihnachten. Wir haben nämlich kurz vor Weihnachten im Jahre 2019, wann immer ihr dieses Video hier guckt. Jetzt ist gerade der 11. Dezember. Deshalb grüße ich euch, wünsche euch frohes Fest. Macht's gut, bis dann. Tschüss.